Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, wir sind hier am Lohnunternehmen immer noch. Bei mir ist der Herr Brandt, glaube ich. Herr Brandt? Ja. Ja, der Herr Geschwend. Der Herr Geschwend? Nee, der Herr Geschwend ist gar nicht da, aber der Herr Bircher ist noch da, der Herr Langhammer und der Herr Schütter. Ist es. So, ja. Und ja, wir sind jetzt hier gerade und würde ich sagen, man könnte die erste feierliche Übergabe machen, oder? Joris, was hast du? Junge, du hast doch so einen am Schweller. Ich bin Beamter geworden und zwar nicht um 6 Uhr zu arbeiten, Junge. 6 Uhr 19. Hallo? Normal stecke ich mir jetzt nochmal den Daumen in den Mund und drehe mich nochmal um. Bist du so ein Daumennutscher? Ab und zu mal, ja. Ja, das erklärt den Überbiss. Auf jeden Fall. auf jeden Fall, ja, haben wir hier gut verfüllt. Gucken Sie mal, Herr Brandt. Ja, sieht doch top aus. Ja, feine Sache, oder? Ich würde sagen, die Löcher sind gestopft. Das ist echt Wahnsinn, was das für eine riesen Fläche auch ist, ne? Richtig. Ja, ich würde sagen, unser Kieswerk ist jetzt leer, das brauchen wir erstmal. Also, der Steinbruch hat 20 Meter in die Tiefe dazu gewonnen. Ja, aber wirklich, ey, können wir wirklich bald das Erzbergwerk da hinsetzen. Also es ist wirklich Wahnsinn. Ja, genau. Also hier vorne haben wir erstmal alles aufgefüllt, ja, und ordnungsgemäß verdichtet. Wir haben jetzt noch eine feinere Schotterschicht oben drüber gemacht. Na? Und ja, hier drinnen, also die Löcher sind sozusagen erstmal alle gestopft. Ich würde jetzt natürlich, ich weiß nicht, Joris, was sagst du? Also ich denke mal, aufgrund der wirklich krassen Tiefe, was wir hier aufgefüllt haben, könnte schon sein, dass noch ein paar Zentimeter Setzung stattfindet. Das, ne, wird sich definitiv noch setzen. Ja. Also ich denke, wir müssen die Fläche jetzt auch noch mal ein bisschen ruhen lassen, bis wir mit dem Bauen anfangen können. Ja. Gerade damit sie sich halt noch setzen kann und wenn es dann noch mal regnet, ne? Ein paar richtige Regenschauer drüber vielleicht, genau. Und dann weiß ich, ob man noch mal nachverdichtet. Aber ich glaube, wenn man hier was Schwereres draufbauen sollte, dann sollte es auf jeden Fall ein ordentliches Fundament geben, was ordentlich in die Breite geht, dass sozusagen die Masse auf eine größtmögliche Fläche verteilt wird. Wissen Sie, also mit Streifenfundamenten kann man hier gar nicht mehr arbeiten. Erstmal, nee, würde mein unfachgerechtes Bauingenieur nicht vorhandenes Wissen jetzt sagen. Nee, das macht schon Sinn, das ist schon, hast schon recht mit. Ja, genau. Nee, gut, ja, Herr Brandt. Ja, ich bin erstmal zufrieden. Ich sag mal so, es sieht ja schon mal besser aus wie, sieht nicht mehr aus wie Dresden 45, ne? Das stimmt. Ja, das muss man ja ganz klar dazu sagen. Also hier ist ja schon mal eine gute Anpassung hat stattgefunden. Sag Sie mal, ich habe eine Frage gestellt. Was machen Sie denn da hinten mit den ganzen Ballen noch? Die sind alle heile geblieben. Die werden noch verkauft und ja, das Geld kann ich ganz gut gebrauchen für den Wiederaufbau. Ja, wenn Sie mal Hilfe brauchen, die Ballen an die Biogasanlage fahren oder sonstiges, oder falls die an die Biogasanlage sollen, das weiß ich ja nicht, aber wenn Sie da mal Hilfe brauchen, dann sagen Sie ruhig Bescheid. Das kann ich gerne machen. Ja, ist kein Problem. Also wie gesagt, ich bin jetzt auch nochmal bei mir beschäftigt mit Ballenpressen und so weiter und so fort und naja. Okay. Aber ich sag mal, wir werden ja nicht besser da hinten, wenn Sie da rumliegen. Nee, das nicht. Und da sind ja auch ein paar. Und ich denke, da der Schneider, der wird die, denke ich mal, ganz gut gebrauchen können. Ja, die Biogasanlage ist ja noch nicht so lange offen. Von daher, denke ich, würde das gut passen. Aber müssen Sie wissen, sagen Sie einfach Bescheid. Wollte dann nur meine Hilfe jetzt anbieten. Ja, ich muss erst mal gucken, wie viel das ist. Machen Sie das. Dass man erstmal einen Preis machen kann. Gut. Benno, wie sieht's denn aus? Möchtest du eine Zwischenabrechnung haben, dass ich das an Erik weitergeben kann oder zum Schluss am Ende alles? Ich würde gerne zum Schluss alles machen, weil ich muss mir auch einen Kredit aufnehmen. Aber nicht, dass dich das dann komplett aus den Socken haut, ne? Nee, also das nicht. Also ja, ich werde ja sowieso erst den Kredit nehmen, wenn ich die genaue Summe weiß. Ja. Aha. Ich dachte immer, so eine Baufinanzierung klärt man, bevor man baut. Also hat ja, mir das die Bank, so hat mir das die Bank gesagt. Aber du, Oswin, ne, wenn wir jetzt das LU hier hingestellt haben und er nicht zahlen kann. Haben wir eine LU? Ich wollte gerade sagen, dann haben wir eine Genossenschafts-LU. Sehr gut. Ja. Nee, ich glaube, das ist nicht so gut. Also guck mal, der Herr Bircher da hinten. Der Herr Bircher und der Langhammer, die machen schon große Ohren hier. Die haben schon, die gucken schon so böse. Ja, mich wundert es nur, dass die Versicherung hat doch hier auch einen großen Batzen bezahlt, oder? Na, ich glaube nicht, weil der doch fahrlässig hier irgendwie war und mutwillig. Ah ja, richtig. Also ich weiß jetzt nur von den Fahrzeugen.
Naja, es ist ja so eine Versicherungssache. Wir als Bauunternehmen haben ja öfters mal mit Versicherungsfällen zu tun. Und so wie ich das von Erik bis jetzt immer mitgekriegt habe, ist es immer so ein zweischneidiges Schwert. Weil die Versicherung zahlt eigentlich, es kommt immer drauf an, in der Regel eventuell, muss natürlich immer geprüft werden, trotzdem erstmal für den, der Schaden genommen hat, aber holt sich das dann sozusagen vom Versicherungsnehmer im Zweifel wieder. Aber der Geschädigte kriegt eigentlich immer sein Geld. Jetzt ist natürlich die große Frage, das Lohnunternehmen ist ja hier versichert gewesen und jetzt hat ja der Eigentümer einen Schaden angerichtet. Also es ist natürlich dann, nee, dann glaube ich, wird das wahrscheinlich eher ins, nee, dann wird die Versicherung auch, wahrscheinlich eher sagen, tschüss, ciao. Nee, glaube ich auch, nee, das Herr Brandt. Nehme ich mich auch an. Ja, und ich denke, dass die Fliegerbombe auch nicht versichert war. Ich weiß nicht, ob der noch lebt, der die damals eingelegt hat. ja, gut. Das weiß ich auch nicht. Nee, das driftet jetzt ein bisschen ab. Gut, alles klar. Ich würde mir mal das schnappen, hier mein Unimog schnappen und würde mal runter aufs Feld gehen, ne? Wieder, wenn jetzt hier bauhoftechnisch erstmal alles soweit fertig ist. Ja, wie ich jetzt erstmal alles gut. Alles klar, Joris, ne? Und klar, Georg. Du, Rudi, ich habe mal eine Frage. Ja, was ist denn? Sag mal, ziehe ich dich eigentlich auch irgendwann nochmal am Hof auf dem Feld? Ich hab dir doch letztens angeboten, dass ich beim Presse, du hast du doch vehement abgelehnt. Ja, nee, da muss ich erstmal doch selber. Also da muss ich erstmal gucken. Das geht dann sonst irgendwas an? Nö. Naja, pass auf, ich würde jetzt auf jeden Fall die Wiese fertig machen. Ne? Ja. Und ich weiß aber nicht, warte mal, was sagen denn unsere Felder zur Ernte? Die sagen, nee, noch lange nicht. Die wollen doch nicht gerne. Gar kein Bock. Ich gehört. Nee, nee. Ja. Ich glaube tatsächlich, wir müssen. Du siehst ja selber, wie lange es dauert. Die Frage ist halt, ob wir uns überlegen, vielleicht noch mehr Felder zu holen. Weiß ich aber nicht, wie du dazu stehst. Was sagt denn das Konto? Das Konto sagt, gepachtet ist schnell. Ja, das glaube ich ja, dass das schnell geht. Dann musst du mal kicken, was hast du denn so im Auge? Sag mal, hatten wir jetzt überhaupt mal eine Pacht abgerechnet? Nee, da ist ein Systemfehler irgendwie aufgelaufen. Da sind wir jetzt nochmal mit dem blöden IT-Unternehmen, der kasse das. Diese scheiß Bürokratie, das macht mich girre mit der Pacht. Da ist uns irgendwie, da hatten wir ja doch so einen Serverausfall irgendwann mal gehabt und jetzt streikt da die IT-Firma dahinter. Oh, okay. Ding. Müssen wir mal kicken. Ja, also ich sag mal so, also das wäre schon gut, wenn sich das nicht unnötig aufsummieren würde. Weißt du, wie ich meine? Ist richtig, ist richtig. Ich sag mal, die 182 wäre doch noch was Interessantes. Ah, alles Gras, ne? 182? 82, 81 ist Gras. Ich guck auch gerade. Ja gut, aber im Notfall gehst du da schön mit dem tiefen Lockrad durch und dann hast du da wieder ein normales Feld. Na du, was aber vielleicht auch nicht so verkehrt klingt, das ist ja alles Gras. Hä? Ja, das ist halt überwachsen alles, weil sich keiner drum gekümmert hat. Ach so. Ja, da muss ja eh alles tief gelockert neu angelegt werden. Richtig. Ja, dann wäre halt 81, 82, aber auch 87, 89 wäre auch interessant. Die sind im Norden von uns direkt. Ja. Wären auch interessant. Ey, du kannst ja mal über. Was ist denn mit 188, 190? Das wollte doch die Frau Kronen veräußern, oder? Ja, genau. Ach, da oben die zwei? Hm. Aber die sind recht klein. Ich muss hier, da frage ich die Frau Kronen nochmal, aber ich glaube, ich hatte die schon mal gefragt und die wollte ein Schweinegeld dafür. Also 182 und 181, glaube ich, klingt passabel. Die könnte man im Zweifel auch zusammenlegen, wenn man da ein bisschen was größer haben will. Ja. Ja, und wie gesagt, die. 88, 90. Guck mal, die 238 sogar auch eine Parzelle. Ah, nee, da stehen Bäume drauf. Nee, da stehen Bäume drauf. Die 87, 89. Also 187 und 89 wären auch interessant. Du, Rudi, kannst du selber überlegen, bist ja auch mit am Hof. Ja, kann ich machen. Nee, oder? Also, ob wir das auch schaffen und alles. Aber, puh, mein Gott, ich meine, wir haben ja nichts zu tun, weißt du? Ja, sehe ich auch so. Deswegen. Tief lockern und dann rein. Ist jetzt nicht schon zu spät, das irgendwie was noch anzusehen oder so, ne? Wenn ich jetzt mal so in den Saatkalender reingucke, das was noch hier in Würde wären. Naja, wir könnten noch Hafer machen, Mais, Sonnenblumen, Soja, Kartoffeln, Zuckerrüben. Aber das müssen wir denn heute noch alle drin bringen, ne? Hirse können wir auch im Mai noch machen. Soja können wir im Mai noch machen. Ja. Was war denn mit den Sonnenblumen? Waren die jetzt eigentlich fertig, die Felder? Ja, die sind alle durch, die Felder. Da muss nur noch eins gedüngt werden. Sonnenblumen? Für die Stadt. Gemeinde haben wir. Mhm. Ach so, wegen der Dieselgeschichte da, ne? Genau, ja, genau. Da habe ich sowieso mal eine Frage. Und zwar, wie ist denn das mit einer Tankstelle, Rudi, für uns oben? Ja, ist erwerblich und die Belieferung würde dann wie heißt das Ding hier, Transportunternehmen dann. Und wie funktioniert das mit der Finanzierung von der Tankstelle? Also, was würde das kosten am Ende?
Kurti, was hatten wir da jetzt ausgeklabautert? Ist das eine Miettanke oder ist das... Nee, also ne, der Behälter kostet nichts, ne? Ach nee, stimmt. Ach, okay, der reine Behälter würde nichts kosten und dann quasi nur... Nur der Sprit. Genau. Ja, dann, die Idee dahinter ist, wir werden keine große Tankstelle in der Stadt oder so bauen oder irgendwo zentral, sondern wir nehmen das gleiche Geld, um sozusagen dezentral kleinere Anlaufstellen zu haben. Das klingt super, finde ich. Also wir würden eine am Hof nehmen, Rudi, oder? Ja, würde ich auch sagen, dass wir da was nehmen. Ja, dann. Dann würde ich mich mal heute drum kümmern. Haben wir nicht noch irgendwo eine auf Lager irgendwo rumflattern? Ich meine, beim Ja, Hof oder unten, so? Unten an der Raffinerie. Raffinerie. Na gut. Ja, wir hatten ja einige zur Ansicht bestellt. Ich kenne. Das sind so Fertigcontainer, ne? Die werden nur Fundament zack draufgestellt und gut ist. Herr Bürcher, ja. Es gibt so Menschen, die können bestimmte Wörter nicht aussprechen. Kennen Sie die? Ja, furchtbar. Ich kannte jemanden, der konnte das Wort Tastatur nicht aussprechen. Tastatur. Der hat immer Tastatur gesagt. Schlimm. Das ist kein Witz. Wort. Immer Tastatur. Und ich habe gesagt, nein, Tastatur. Der konnte das nicht aussprechen. Also das war richtig, richtig tief. Wie ein Virus in seinem Kopf verankert. Tastatur. Aber es gibt ja auch das. Für ein Volumen? 5000, 5 bis 10.000 mehr nicht. Alles klar. Ja, ganz entspannt. 5000 würden uns reichen. Gut, alles klar. Ich brette runter, hau die Göweil an und dann geht er los, ne? Ja, dann machen wir das. Sag mal. Ja, okay, alles klar. Und ich muss auch den Händler anrufen wegen der Göweil. Du kümmerst dich um die Tanke und die Felder. Jo, mach ich. Sag Bescheid, wenn wir los können auf die Felder. Jo, bis dann. Jo. Ach so, ey. Ich hab noch eine Kleinigkeit. Ich warte die ganze Zeit, dass er sich auf die Nase legt hier mit seinen Schuhen rückwärts. Soll ich euch was sagen? Nur mal so unter uns, von Bauhofmitarbeiter, ja, zur Bürgermeister und stellvertretenden Bürgermeister. Ja. Ich würde an eurer Stelle, ich muss auch mit Erik nochmal reden, ich weiß nicht, ob der das macht, ich würde das mit dem LU definitiv nicht auf eine Gesamtrechnung machen. Ich würde ja definitiv die Teilabschnitte abrechnen. Aber ich sag mal so, da sind uns die Hände gebunden. Weil wir da als Gemeinde nicht drinstecken in dem LU. Das ist ja nicht unser Unternehmen, sag ich mal. Ne? Es ist ja aber üblich, sag ich mal, dass Baufirmen bei größeren Aufträgen Abschlagszahlungen machen. Ja, genau. Ja, ist ja auch richtig. Ja. Ich meine, ihr wollt ja auch irgendwann mal Kohle sehen, wa? Na, Kohle, weißt du, was das allein gekostet hat? Weil am Ende, weißt du, kann das vielleicht nicht bezahlt werden. Na, da guckt man aber richtig in die Röhre. Ich weiß, was aus meinem Kieswerk rausgegangen ist. Wie viel ist denn raus? Oh, keine Ahnung, das war also, so viel. Aufgesprochen, ich weiß, wie viel aus meinem Kieswerk raus ist. Wie viel sind raus? Oh, keine Ahnung. Da ist schon einige rausgegangen. Ich meine, wir sind ja mit 6-7 LKWs so abgefahren, war Minutentakt. Ja, das war auf jeden Fall, das war wirklich sehr, 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 sehr viel. Also ja. Das waren, ich würde sagen, sechsstellige Kubikmeterzahlen. Ja, würde ich auch sagen. Na gut, alles klar, aber jetzt geht's ran an die Göweil. Jawohl, bis okay, dann. Tschüssi, tschüssi. Ciao, ciao. Bis dann. So. Gut, dann würde ich sagen, start mal rein. Ich bin mir immer noch extrem unsicher, Leute, was ich machen soll mit dieser einen Sache da, mit diesem Typen da, mit diesem Demonte, der mich da entführt. Also, naja, doch, mir den Sack da über den Kopf. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich soll ja so eine Veranstaltung soll ich ja ausrichten. Ja, mein Gott. Eine Veranstaltung ausrichten. Das ist jetzt... Was soll ich da machen? Und dann soll auf einer soll oder auf das schlechteste Fahrzeug gesetzt werden und das schlechteste Fahrzeug gewinnen. Ja, super. Wie soll ich das denn machen? Mal ganz ehrlich. Also, ich bin mir extrem unsicher noch, wie ich das hinkriegen soll. Oder ob ich das überhaupt machen soll. Und auch mit dieser Lieferung, dieser Karton da in diesem Anhänger mit Weizen da oder mit Getreide da überdeckt und dann den von A nach B bringen. Ich weiß überhaupt nicht, was da drin ist am Ende und ob das gefährlich ist, ob das illegal ist oder nicht. Naja gut, legal wird es wohl nicht sein, weil sonst würden die das ja nicht so versteckt machen. Deswegen, ey, ich habe keine Ahnung, Leute, ey, ganz ehrlich. Ich bin da richtig, richtig festgenagelt gerade. Ich überlege auch, ob ich zu dem Herrn... Warte mal, war das hier runter? Ich überlege auch, ob ich zu dem Herrn Wartlinger gehe und den da informiere oder nicht. Oh, das ist schwierig. Also wirklich schwierig. Schwierige Situation, wie ich finde. Naja, ihr könnt ja auch gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr machen würdet oder was ihr meint, was ich machen soll. Ansonsten, ich denke, dass es keine schlechte Idee ist, dass wir definitiv noch Felder mit dazu bekommen. Das klingt schon plausibel. Und weil wir haben jetzt aktuell eben wenig zu tun, also wirklich sehr, sehr wenig zu tun.
Und von daher würde uns das schon ganz gut tun, wenn wir noch ein paar Felder hätten. Gerade auf Hinblick zu der Geschichte mit der Genossenschaft. Und dass wir natürlich unsere ganzen geernteten Güter größtenteils natürlich auch da unten veräußern können für einen guten Preis an die Genossenschaft. Und dass es sozusagen dann auch eine Win-Win-Situation für alle ist. So, okay. Sind wir erstmal angekommen? Oh, super geparkt hier auf jeden Fall. Ja, alles klar. Kein Problem für mich. Achso, ich wollte, seht ihr, ich wollte noch den Eduard anrufen. Ah, das muss ich auf jeden Fall noch machen. Den Eduard. Oh, was liegt denn hier? Noch ein Grasballen? Was macht der denn hier? Oh, und das regt mich auch auf. Ach, der Wickler muss noch runter. Stimmt. Den Wickler wollte ich noch runterbringen. Was haben wir hier noch? Zetter, Schwader. Das ist der Milchtank. Jetzt habe ich schon gedacht, wir haben eine Tanke. Oh, nee. Wild. Ah, ich muss den Schwader muss ich noch runterbringen. Stimmt. Warte mal, hier drüben waren wir auf dem Feld, glaube ich. Wie sieht das Feld hier eigentlich aus? Benötigt Kalk. Oh, wir müssen kalken. Ach, da war ja auch noch das Problem. Nee, das ging ja nicht mit dem Kalken hier, glaube ich, ne? War ja auch irgendwie komisch gewesen. So. Müssen wir wahrscheinlich mal die nächste Ernte abwarten. Warte mal, wir können ja mal ganz kurz drüber schauen, was der aktuelle Düngestatus ist. Das ist voll. Kalk. Hier können wir noch einmal drüber düngen, ne? Da können wir noch einmal drüber düngen. Das passt soweit. Hier oben, das ist eigentlich soweit fertig. Wieso ist denn das Feld? Wieso ist denn das Feld eigentlich fertig? Gedüngt. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Da haben wir doch erst den Schnitt gemacht, oder? Bin ich jetzt blöd? Aber das scheint fertig gedüngt zu sein. Oder hatten wir hier gestriegelt? Nö, das ist fertig. Perfekt. Gut, dann fetzen wir hier drüber. Machen noch ein paar Ballen mit der Göweil. Oh, ich liebe diese Göweil. Muss ich ehrlich zugeben. So ein tolles Gerät. So, auf geht's. Ah, Moment. So, ohne den Kabeln wird es natürlich nicht funktionieren. Jetzt sollte es funktionieren. Und ab geht die wilde Fahrt. Oh, wir müssen unbedingt zur Wartung, ey, mit unserem John Deere. Unbedingt zur Wartung. Und tanken müssten wir auch noch ein bisschen. So, na warte mal, dann werde ich mal den Dings anrufen, den Händler. Ja, war ja gerade zufällig ein günstiges Angebot da. Ja, deswegen, das ist nicht so verkehrt gewesen. Ja. Mein Telefon geht nicht. Warum geht mein Telefon nicht? Hallo, warum geht mein Telefon nicht? So. Eduard Engin, Maschinenhandel. Schönen guten Tag. Grüße Sie. Ja, der Oswin Rosenberg. Ja, schönen guten Tag. Ja, ich grüße dich. Wie geht's dir? Ja, gut, bei mir ist alles klar. Ja, das tun viele Leute am Hof, wie immer. Ja, das kenne ich. Du, sag mal, ich habe doch die Ballenpresse zu dir runtergebracht. Da hattest du mir doch schon mal einen Preis gemacht, ne? Ja, korrekt. Genau, jetzt war da noch der Wickler offen. Genau, den wolltest du mal noch vorbeibringen zum Gucken. Genau, ich würde mal noch den Wickler vorbeibringen und pass auf, du, ich habe eine Wartung am John Deere. Der ist ziemlich runder. Ja. Gell, dass du mir da vielleicht mal drüber schaust, wie lange muss man da einplanen? Wie lange würde das dauern, alles in allen? Den kannst du mir schon mal einen Tag hier stehen lassen. Je nachdem, wie groß die Wartung ist. Ja, okay. Wird dann ein bisschen dauern. Du, sag mal, ich habe noch eine andere Frage. Gibt es eine Göweil mit einer Vorpresskammer oder die durchgehend presst? Nicht, dass ich wüsste. Nee, gell? Nee. Das ist das einzige Mango, was ich an der Göweil finde. Ich finde, das ist eine klasse Maschine, klasse Gerät, aber die hat keine Vorpresskammer. Und das macht das mich ein bisschen... Dass du jedes Mal wieder anhalten musst, aufpassen musst, ne? Ja, du musst da durchfahren. Ja, genau. Ja, genau, kenne ich. Das ist ungeil, muss ich ehrlich sagen. Ja, das ist blöd. Ich hatte hier die von Kubota hatte ich mal eine Zeit lang gehabt. Ja, die hat Vorpresskammer gehabt. Genau. Ja. Weil die mit der, wie heißt eine andere, Fastbale... Die Vicon? Mit der Vicon baugleich ist.
Ah, weil die Vicon ist ja ein absolut grandioses Gerät, ne? Ja. Na, pass auf. Ich bring dir mal den Wickler runter und würde dann auf jeden Fall, dass du mir mal ein Angebot machst. Genau, wegen der Gürweil und bring dir das gleich mit dem Johnny runter. Aber ich presse hier noch und dann bringe ich dir vor allen Dingen, im Zweifel die Gürweil erstmal gleich mit. Hattest du mir da jetzt preistechnisch schon was gesagt, wo wir uns da einigen könnten? Ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich kann dir für deine alte Presse, für die rote, kann ich dir noch 30 geben und wird dann noch 60, glaube ich, für die Göbel kriegen. Ach so, und da wäre jetzt abzüglich der Ballenwickler noch, gell? Genau, richtig. Deswegen. Okay, nee, pass auf dann. Deswegen wollten wir da drüber gucken, was der wert ist, dass man dann entsprechend, dann kann ich dir ein entsprechendes Angebot machen. Dann würde ich wahrscheinlich die Göbel sogar behalten gleich. Weil ich denke, das wird sich ausgehen. Ich weiß nicht, was du für den Wickler kriegst. Ich denke mir, dass der 10, 15, vielleicht maximal noch 20 oder sowas. Ja. Ich weiß nicht genau, was das für einer ist jetzt. Ja. Genau. Alles klar. Nee, so machen wir das. Ich danke dir vielmals, Eduard. Ja. Alles klar, gerne. Alles klar, bis dahin. Ciao, ciao. Jawohl, bis später. Ciao. So, na, das ist ja perfekt. So. Wir dürfen ja auch nicht vergessen. Wir haben ja eine rote Simson, bei dem Kurt steckt. Bitte? Ja, grüß dich, Joris. Jo. Du, bist du alleine? Ich sitze gerade alleine auf dem Traktor, ja. Okay, perfekt, pass auf. Du kannst dich da noch dran erinnern, wir haben doch die Simson versteckt, ja? Ja. Bei dem Bio-Fuzzi. Ja. Okay, wir müssen jetzt noch überlegen, wie wir den auffliegen lassen. Dass der Wartlinger irgendwie, muss er ja rausfinden, dass der die Simson da stehen hat bei sich. Weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß. Oder wir lassen den Dingen einfach ihren Lauf. Überleg gerade. Weißt du, wie ich meine? Ja. Man könnte auch so sagen, hey, wir lassen den Ding hier in Lauf und fertig ist. Was ist denn, wenn jetzt, keine Ahnung, was irgendwie die nächsten Tage oder nächsten Wochen, Monate, ist es doch bestimmt mal windig. Und vielleicht fliegt dann ja zufällig eine der ollen Wellblechplatten weg. Dann braucht er uns, um das zu flicken. Okay. Und dann können wir sagen, oh, guck mal, was ist denn da? Das wäre ja. Ja, oder irgendwie, dass wir vom Bauhof mal dort sind. Das wäre mal interessant. Irgendwie sowas, genau. Ich habe eine Idee. Die Stadt macht doch die Tankstellen, die kostenlosen. Wollen wir ihm da einfach mal sagen, Bescheid sagen, ob wir da mal vorbeikommen sollen, wegen einer kostenlosen Tankstelle, ob er da Interesse dran hätte? Das ist. Der hat ein Elektrodeutz, der braucht ein Batterienlager und keine Tankstelle. Ja, aber der fährt doch nicht nur Elektro. Fährt der nur Elektro? Ich glaube, der hat nur Elektro. Was? Das ist ja völlig geisteskrank. Ja. Ich rufe den mal an, ich frage den mal, oder? Mach das. Okay, alles klar. Und dann frage ich den wegen der Tankstelle, ja? Ja. Okay, alles klar. Und dann, wenn wir da, dann gehen wir da hoch und machen da Begutachtung und dann schauen wir uns das an. Auf jeden Fall, das machen wir so. Alles klar, so wird's. Joris, bis dann. Jo, bis später. Bis später. Mal hier was nachschauen. Also. Hallo? Ja, hier ist Rosenberg. Aus Wien. Moin. Bin ich ja richtig? Kommt drauf an, wo du hin willst. Kolmleiden. Ja, dann bist du hier richtig. Ja, ich weiß nicht, ob sie die Stadt schon darüber informiert hat, aber es gibt kostenlose Tankstellen für die Höfe. Okay. Also so Miettankstellen. Ja, die werden halt aufgestellt von der Stadt, die werden bezahlt. Also man muss nichts dafür bezahlen, das Einzige ist halt nur, man nimmt halt dann über das Fuhrunternehmen, über dem Herrn Gremsbacher, nimmt man dann den Sprit ab, wird dann beliefert und dann hat man das halt bei sich am Hof direkt. Okay, die zwei waren gerade bei mir, haben sie mir nichts von erzählt, nee. Ach, haben sie doch nicht? Ja, deswegen dachte ich, ich frage vielleicht mal nach, weil das ja der Bauhof unter anderem auch macht und ja. Ah, das ist gut zu wissen, aber ja doch, ich brauche eine kleine Tankstelle. Macht ihr das denn auch mit Frittierfett? Was sie sich da liefern lassen, das ist mir eigentlich völlig Wumpe. Wir stellen dir nur den Tank dorthin. Ja, okay. Ja, weiß ich Bescheid. Dann bauen wir hin. Ja, also, Moment. Also, wir würden mal vorbeikommen, würden uns das mal anschauen, wo vielleicht ein geeigneter Ort wäre, dass sie uns das auch nochmal, ne?
Weil es muss ja nicht, dass es dann im Weg steht oder irgendwo, wo sie was anders geplant haben. Deswegen, dass wir uns das zusammen mal anschauen vielleicht. Ja, sehr gerne. Ja, dann machen wir das so. Alles klar, ich melde mich dann nochmal bei Ihnen, ja? Alles klar. Gut. So, ach, Rosenberg, wo ich dich aber gerade nochmal dran habe. Es geht sich nochmal um die Fabrik, die ich da oben bei dir bauen lassen will. Die Genossenschaftsfabrik, ja? Genau, ja. Ja. Das geht wohl bald los, hörte ich gerade. Ja, das sind alle Planungen, genau. Achso, ja. Im festen Gange. Wenn du darüber Bescheid weißt, passt das ja. Achso, nee, warum? Was ist denn? Was haben die? Vielleicht hast du Infos, die ich nicht habe. Achso, nee, die haben nur gesagt, dass das bald losgeht. Achso, ja, ja, genau, genau. Ja. Ja, in dem Gewerbegebiet, da soll es bald scharf gehen, genau. Okay, na gut, ja. So machen wir das. Ich melde mich heute nochmal, ne? Ja, alles klar. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, aber damit sind wir auch erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Mal gucken, ob unser geheimer, teuflischer Plan aufgeht. In diesem Sinne, wir sind erstmal raus. Lasst das Däumchen da. Ciao, ciao, euer Manus.